Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Journey. Unser Journal sagt, dass die Journey noch nicht vorbei ist. Mein Name ist Jern. Nein, nicht wirklich. Wir haben den Weißen verloren. Der ist in der letzten Folge verschütt gegangen. Ihr hattet die Möglichkeit, einen Kommentar zu lassen. Ich werde ihn lesen und beantworten oder auch nicht. Ist auch egal. Ihr schreibt ja eh nichts. So. Wir hatten einen Anfänger, wir haben einen Endleveler gesehen. Ich bin genau da mittendrin. Und da er nicht auftaucht, muss ich hier weitergehen. Das ist die Reise. Wir haben ihn verloren, wir haben beide verloren, wir haben zwei verloren auf unserer Reise, die wir nicht wiedergefunden haben. Aber um aufzusteigen, müssen wir zum Gipfel kommen. Koste es, was es wolle. Wir haben fast die Hälfte des Spiels durch. Ne, wir haben die Hälfte des Spiels durch. So viel steht fest. Und ja. Bisher habe ich alle Glyphen gefunden. Und der nächste ist in einem Tempel, den ich auch schon gesehen hatte. Und wenn ich das richtig sehe, den Gipfel hatte ich auch schon bekommen. Aber ich glaube, ich muss in einem Run alle schaffen. Um die Errungenschaft zu bekommen von Steam. Das ist mein Wille. Das ist mein Ziel. So, da bin ich. Ganz allein. Niemand gefunden. Hab ja alle verloren. Das ist auch so. Das ist auch mit meinen Zuschauern so. Alle, also sind da welche da. Alter, ich dachte gerade, das wäre ein Tuch da vorne, ne? Aber der war riesig. Dann sind sie da, dann sind sie für ein Jahr da, dann sind sie ganz weg. Und tauchen dann nie wieder auf. Also irgendwie schade, dass man eine Community aufbauen will, aber dass meine Community besteht aus kommen und gehen. Komm, schreibt, Kommentare, geht. Kommt nie wieder, weg, tot. Es ist traurig, es ist wirklich traurig. Wie will man Freundschaften überhaupt aufbauen, technisch gesehen, wenn das überhaupt nicht möglich ist? Ah, das mache ich mir vor. Scheiß drauf. Ich glaube... Nee. Das kann das eigentlich nie sein hier unten, oder? Die meisten werden automatisch gefunden, wenn man das Level abschließt. Das wird das ja wohl auch sein. Warte. Darf ich das nochmal sehen, bitte? Na, geht doch zurück. Nein, ich will das sehen. Nein, ich will das... Oh, das ist ein cooles Bild. Geh mal hoch, bitte. Flieg mal hoch. Doch nicht so hoch. Ja gut, wird schon irgendwie passen. Da hinten ist... Nee, da ist niemand. Jetzt ist es einer. Ob die sich wirklich noch verändern, je nachdem, wie viele Leute man ist? Oh, jetzt sind wir wirklich allein, ne? Das ist echt traurig. Der andere... Die erste Inkarnation von... Vom Tuchmenschen. Hatte im wahrsten Sinne den Weggefährten gefunden. Also gehen wir weiter. Stimmt, ich muss die Dinge aktivieren, um... Uah, flieg. Ich muss schon hingucken, wo ich hinfliege, sonst...
falle ich runter. Ich wette mit euch, dass... Oh, da sind jetzt zwei! Ich wette mit euch, dass hier auch einer schon sein wird. Und hier quasi mit ist. Das sind zwei Schallwesen. Hm. Und wenn der große Wal auftaucht, dann muss ich mit denen... interagieren. Und danke fürs dabei sein. Richtung Stream Chat. Ich mache jetzt einfach alle an. Ich glaube, ich... schwierig. Vielleicht werden wir im Gipfel noch jemanden sehen. Aber es kann sein, dass ich jetzt schon zu schnell bin für den anderen. Je nachdem, wer mir gerade hinterher rennt. Da kommt der Wal da hinten raus. Wusch, Atomexplosion. Ist geil. Meine Moderation klingt irgendwie wie so ein Rap-Titel. Also wie so ein Rap-Text. Ich bin, glaube ich, zu schnell für den anderen. Wusch, da hinten kommt der andere raus. Wusch, Atomexplosion, Digga. Achso, das auf der anderen Seite. Ding, 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 ding. So. Kurz vor Beginn ihres Aufstiegs stoßen sie zu ihrer Linken auf eine Höhle. Drehen sie an und zünden sie die Fackel an. Verwenden sie dann Stofffetzen, um nach oben zu fliegen. Da ist die nächste Glühbirne. So, und dann gibt es noch eine. Halten sie im ersten Bereich, in dem sie vom Wächter angegriffen werden. Ausschau nach einem einzelnen Pfosten links am Ende. Gehen sie darauf zu, meine Eishöhle zu entdecken. Oh, die habe ich bestimmt auch noch nicht. Mein Sitzkissen rutscht runter. Schluff! Schluff! Mein Gamer-Instinkt kribbelt. Ich habe mich nämlich erinnert, hier gibt es einen Schal. Text. Text? Wieso Text? Hä? Da ist er doch. Aha. Den nehme ich aber auch so mit, ne? Ja. Es ist wirklich merkwürdig. Also, es wurde auch mal ein Kommentar hinterlassen, wo derjenige gesagt hat, in den letzten Stream, in den letzten Videos, hä? Der wurde doch angetroffen. Und der Schal hat sich nicht bei mir regeneriert, ehrlich gesagt. Obwohl, eigentlich ist er jetzt doch auch länger, ne? Der war doch auch halb kurz. Vielleicht regeneriert sich da doch. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal erstmal von nicht aus. Ich weiß nicht, gibt es da Cheats für? Und wenn, dann wird es ziemlich unfair. Wo bleibt denn da der Spaß eigentlich auch dann? Ah, muss ich auch. Meine Nase ist echt ein Haufen Müll. Ich müsste mal meine Mutter anrufen. Und mein Vater auch. Ich muss meine Nase. Die muss eingeschickt werden. Ich muss die reklamieren. Die gehört echt verboten. So. Zack. So, jetzt haben wir das schon mal. Versteckte Tempel haben wir auch schon. Cool. Wir kommen gut voran. Machen wir ein bisschen weiter.
Ja, Schal, gib mir Schal. Schal. Schal bleibt immer Schal. Stopp. Ja, weiter. So, machen wir das auch an. Dann können wir hier ein bisschen mehr noch höher gehen. Ich habe immer noch zwei auf dem Bild. Ich kann mir nur vorstellen, dass hier noch einer hinterhergelaufen ist. Der quasi reingeladen ist, aber da unten irgendwo hängt. Und jetzt... überhaupt keine Ahnung mehr hat, was abgeht. Weil hier so Dinge passieren und... es so... What? Hä? Jetzt ist da einer aus. WTF? Okay, jetzt habe ich eine starke Vermutung. Diese Dinger... wenn der jetzt angeht, der Linke. Nö. Wenn ich durchgeladen habe und der Linke ist an, dann sind es vier Spieler, die auf der Welt unterwegs sind. Und die anderen drei haben es offenbar schon passiert? Ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Aber Fakt ist, ich bin allein. Allein, allein. Allein, allein. Jetzt geht's zum Gipfel, Leute. Der letzte Weg ist sehr beklemmt und beschwerlich. Wenn ich da nicht einen zweiten habe, dann ist es wirklich blöd. Oh, jetzt ist es einer. Ja, es kommt gleich noch mehr Geschichte. Das ist die Geschichte des Laufens sozusagen. Ja, wir sind beim Schal da zur Zeit gewesen bei der Brücke, aber ich habe ihn verloren. Nee, habe ich nicht. Der kam wieder. Den habe ich ja wieder getroffen später. So, beim Runterfahren, da habe ich ihn verloren. Und da unten war ich eigentlich ein Weißer, der andere. Ja, und am Tempel ist niemand. Oh, da oben, guck mal. Da ist nur noch einer. Das bin ich. Das waren vorher zwei. Also vernetzt sich das doch, oder? Ich muss nach dem Ende des Session sofort gucken. Ja, das waren noch zwei da, wo wir das angeguckt hatten. Jetzt ist der eine. Erzähl mir doch nicht, das verändert sich. Das verändert sich, wenn du mehr bis zu vier Spiele da hast. Mindestens zwei. Bis zu vier hat sich das noch nicht mal bestätigt. Ich werde bei der Schallbrücke, wie gesagt, irgendwann... keine Ahnung, ob das heute noch was wird. Okay, es sind drei Leute unterwegs. Einer ist weg, tot. Aber ich bin immer alleine. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was hier... Leute, ich habe gerade Licht gesehen und dachte, das wäre Schal. Ich muss irgendwo schnell zurück. Nee, zurück. Kann es weitergehen. Jo. Jetzt, Leute, wird's richtig eisig. Der letzte Weg ist sehr beschwerlich. Er handelt von Tod, Einsamkeit, Kälte. Der Weg zum Gipfel. Das Ende der Reise ist schon nah. Und ob wir hier jemanden sehen, vielleicht sehen wir ja da jemanden noch sterben oder so und können ihnen helfen. Machen wir uns keine Hoffnung. Ich werde diesen Weg alleine gehen. So, Aufstieg. Stoßen Sie zur Linken auf eine Höhle. Drehen Sie ein. Kommt da hinten noch jemand? Nee. Manchmal kommt da hinterher noch einer nach. Bling. Das wird richtig scheiße, hier durchzulaufen, ne? Weil ich habe ja keinen, mit dem ich interagieren kann. Ich kann mich nicht aufwärmen an einen anderen. Durch Reibungshitze konnten die Schals... können die Schallwesen
Sich, was ist das denn? Achso, das ist Rochen. Na super. Durch Reibungshitze können die Schallwesen sich erwärmen. Ich bin allein in diesem Gipfel. Keiner ist da. Und jetzt kommt Wind. Ja, kannst gleich da bleiben. Wie soll ich das denn schaffen, ey? Oh, da wird ja richtig hart im Weg. Scheiße. Mein Schal friert ein und bricht in tausend Teile. Uiuiui. Wenn das Spiel noch einen ganz kleinen Ticken länger gewesen wäre, dann wäre es cool. Einen ganz, ganz kleinen Ticken länger. Nicht viel, ein Level noch. Das wäre cool gewesen. Das wäre noch richtig gut. Aber ich muss weiterkommen. Kannst gleich wieder zurückgehen. Also auch halt gewollt, dass ich hier noch Schallenergie tanke. Okay, wir steigen ja auch gefälligst noch nicht auf. Also ich weiß ungefähr, wo das war mit dieser Glyphe. Weil allerdings das letzte ist, wo ich vom Wächter angegriffen werde. Nach einem einzelnen Pfostenlauf der linken Seite. Okay, ich merke mir einfach das Bild da unten links, was ich da sehe. Vielleicht hilft mir das. Dies ist die Geschichte von diesem Tuchwesen mit diesen Verzierungen. Hätte auch locker durchgehen können, ne? Guck mal, führt Selbstgespräche. So. Hier ist der Aufstieg. Technisch gesehen. Bin ich hier richtig? Oh, danke dir. Super Speed! Zu Ende. Oh, Alter, das ist ja richtig weg. Scheiße, im Eis ist doof. Was ist denn das da? Ne, nix. Ich will schon wieder fliegen hier. Ich bin mal gespannt, ob wir sterben werden, weil es kann sein, dass wir auch die Reise nicht überleben. Das ist wahrscheinlich auch Teil des Spiels. Stirb. Stirb doch einfach mal. Wenn das aber wirklich so hart ist am Ende und ich nicht durchkomme, dann wäre es wirklich bitter. Dann brauche ich wirklich für jeden Einzelnen quasi die Möglichkeit, dass mir jemand hilft.
So, hier ist die nächste erste Glyphe. Hier können wir uns ein bisschen aufwärmen. Aber nicht lange. So, hier müssen wir hoch. Und das können wir aktivieren. So, das ist das erste. Und dann fehlt uns nur noch einer. Bereich, wo ich vom Wächter angegriffen werde. Ausschau nach einem einzelnen Pfosten links. Am Ende. Gehen Sie darauf zu, um eine Eishöhle zu entdecken. Und dort ist die letzte antike Glyphe. Man kann gespannt sein, ob ich die finde. So, ich nutze den Moment, das Momentum, um hier hinzufliegen, sonst wird der Weg beschwerlich. So. Hat ja gut funktioniert. Leute, das passiert, wenn ihr eure Wäsche im Winter erstmal wascht und draußen aufhängt. Erstmal ehrlich, wer hat sich diese Pilgerstätte ausgedacht? Oh, die Religion ist scheiße. Oh, ich glaube, ich werde angegriffen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hin soll. Ich kann nicht ausweichen. Auf einen einzelnen Pfosten links. Okay, merken. Es kann sogar gleich kommen. Der Kurs ist doch darum, wie so ein... Wind gibt's auch noch, cool. Hä? Da floch einer. Sehe ich Tuchmenschen hier? Oder ist es einfach nur ein toter Rochen, der runtergeflogen ist? Musste jetzt gerade der Wind kommen, während ich hochflitze? Da steht doch jemand. Nee, es ist... ein Schal. Das kann auch ein Pfosten sein, den ich suche. Hier wird man per se angegriffen. Oh, ganz vorsichtig. Geh mal lieber Stück für Stück. Da hinten ist der Pfosten. Den muss ich ansteuern. Da hinten ist eine Eishöhle. Gut, ich warte, bis Meister Dicker hier durchkommt. Und dann gehe ich da hinten hin. Kommt locker gleich wieder zurück. Aber für mich sah das aus, als wäre da gerade ein Spieler runtergegangen. Das war wohl dann ein Bug. Der kommt ja gar nicht. Dann gehe ich jetzt einfach hier weiter. Ich habe Angst. Achso, es ist Wind. Da war Wind. Okay, ich bewege mich jetzt hier hin. Warum mich aufzuladen? Wenn auch nur kurz. Und dann hier lang zu fliegen. Muss ich hin. Oh yeah, wir kriegen alle, Leute. Wir kriegen sie alle. Nein, kriegen wir nicht, aber ich krieg zumindest alle Glyphen. Boah, der Wind ist echt hart, ne? Ah. Lass mich mal ein bisschen vom... meine Kraft kehrt zurück.
Zack. Jetzt bitte Steam-Errungenschaft. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Das war jedenfalls die letzte. Oh Gott, wie die reden, ey. Oh Jesus, guckt euch das da oben an. Alter. What the fuck? Sieht das krank aus. Ich habe heute übrigens ein Motorrad fahren hören. Und das hörte sich original an wie das Motorrad von Ghost Rider. So richtig komisch. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, den ich gehe. Ja, das ist er. Ich muss nur nach links. Nach links oder nach rechts? Euch einen Angriff halte ich aus. Ich gucke übrigens auch immer nach rechts, ne? Also wenn da eine Bewegung ist. Wo soll ich denn hin? Ah, Flak! Flakgeschütz! Geil, ja. Ja, lol, wo soll ich hin? Ich hab den Weg verloren. Hilfe? Hilfe, ich hab mich verlaufen. Da, wenn das Spiel hier einfach endet, ne, das wäre auch so brutal scheiße. Ich glaube, ich laufe gerade zurück. Ja, ich laufe gerade wirklich zurück. Wow! Nein, 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 da rein, da rein, da rein. Los, los, los. Geh da rein. Oh. Nee, ich hab den da hinten getriggert. Der läuft jetzt dahin, glaube ich, im Kreis. Da ist er wieder. Bleib noch zurück. Es kann sein, dass er nach links abdreht. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Er ist auch gar nicht mehr zu sehen. Der dreht da seine Kreise wahrscheinlich. Okay, dann geh weiter. Geh wieder zurück. Ja, jetzt geh vor. Geh vor, geh vor. Ich glaube, da vorne komme ich. Kann ich mich erstmal verstecken. Und kann dann. Dann hoffentlich an ihn vorbei. Ich hoffe, dass das Licht hier nicht scheint. Der geht doch 100% noch nach rechts. Oh, nein! Ey, das ist so unfair, du. Ja, schleudere mich 7 Millionen Kilometer zurück. Ich habe ja auch nichts sonst vor, als zu gehen. Mann, mein Schall ist zur Hälfte runter. Oh, und dann kommt auch noch der Wind, ey. Mein Controller ist voll kläglich am Vibrieren. Alter, ich bin gerade da. Aber das Spiel hat gerade noch Gnade walten lassen, im wahrsten Sinne. So, ab hier müsste ich das auch überleben, wenn ich hier drin bin. Ich hasse diese Dinger. Da hinten muss ich hin. Also ich werde jetzt nach rechts gehen. Das müsste ich schaffen zeitlich, bis er wieder da ist. Gehen wir gleich da vorne lang, wenn er durch ist.
warten, gehen. Mein Schall regeneriert sich übrigens tatsächlich von selbst, also der ist schon etwas länger geworden. Also ein klein bisschen Regeneration ist drin. Alter, hab ich fast gesehen, der zweite. Der immer noch der erste ist. Okay. Na, geh wieder rein. Ich hab das Zeitfenster verpasst. Ich würde mich da vorne gerne nochmal gucken, wie weit der Ringradius reicht. Okay, ne, ich muss zum zweiten gehen. Voll die Kamera durchgeschnitten. Voll die Kameramann erwischt. Oh, die erste Session war auch so super, ne? Die beiden haben sich auch kontinuierlich unterhalten. Ich habe B gedrückt zum Rufen und S hat B gedrückt zum Rufen. Auch wenn es so kläglich ist wie jetzt. Die ganze Zeit. Es war so cool. Es war schön. So, wir haben die Gefahrenzone hinter uns. Aber der Aufstieg ist immer noch im Gipfel. Es kann natürlich auch sein, dass hier gar keine Spiele mehr zu sehen sein werden. Dass wir gar keine mehr antreffen hier. Oh, ein bisschen Schallenergie hier sammeln, genau. Wenigstens ein wenig Regeneration. Also so Schallglyphen gibt es ja auch gar nicht an der Stelle. Die habe ich in den gesamten... Die habe ich nur in der Wüste gesehen. So, okay. Wir haben uns nach oben befördert. Es müsste eigentlich noch eine Szene kommen, wo... Oder war die eigentlich? Ne, die war noch nicht. Die kommt noch. Wir sind etwas kräftiger jetzt. Aber das Schein drückt. Ist immer noch Eis. Und der Wind, der ist hart hier. Das ist extrem. Er bläst einen quasi hier durch. So, und weg. Und hier kommt man so schwer voran und ich kann gerade so mich halten. Oh, diese scheiß Nase, ich reiß sie ab und fress sie zum Frühstück. Da unten, da ist ein Spieler. Da unten rechts, da ist er. Das ist der Weiße, das ist der. Der hat auch mehr Schall. Nein. Wir werden ihn nicht sehen. Ah, diese Kacknase, ey. Ich kotze. Immer beim LP. Wir haben einen Spieler gesehen. Okay, also die haben wirklich eine kontinuierliche Reise. Das könnte Anfänger sein, das könnte aber auch... Ich bin's nicht. Das oben ist auch wirklich hart, ne? Also, guckt euch das an. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Oh, ich muss ja weiter, scheiße. Ich hab nur ein Zeitfenster verpasst.
Nein, nein, nein. Jesus ist auch nicht runtergefallen. Scheiße. Oh, hi. Wer bist du? Ich kann deine Verziehung nicht sehen, aber ich glaube, du spielst das auch zum zweiten Mal. Das habe ich schon einen anderen dritten gesehen. Toll. Achso, wo bin ich? Wer bin ich? Ah, da muss ich hoch. Ich muss immer hochdrücken, nur. Ich muss fliegen. Fliegen! Du musst fliegen! Kann ich nochmal. Ich will nochmal helfen. Ich gehe nochmal runter. Ich helfe ihm. Er weiß nicht, wie er es. Würdest du da bitte runtergehen? Er weiß nicht, wie er es machen soll. Wo ist er dann? Hat er es jetzt gerade geschafft, wenn er nicht runterfällt oder was? Das wäre jetzt lustig. Ja, und schon herzlich willkommen wieder zu meinen persönlichen Plots. Er denkt jetzt, ich bin oben weitergegangen, weil er es geschafft hat, hat mich nicht gesehen, das ist weitergegangen. So, ich bin jetzt runtergegangen, um zu helfen. Huch, ich habe mich... Krass, man kann ja auch verbacken. Vielleicht ist das Ding deswegen gerade passiert. So, ich muss ja die Ruftaste gar nicht drücken. Ich hält. So, da hinten läuft er wahrscheinlich irgendwo. Dahin ist er. Das muss er sein. Nee, da hinten ist er. Er sieht mich nicht. Der Gipfel. Der Todesgipfel. Das Ende eines jeden Schalmenschen? Schalwesen? Tuch? Schaltuch? Liebes Schalwesen, darf ich in dein Taschentuch, in deinen Schal rotzen? Huch, wie kann... Ah, geil, ich kann so laufen. Das ist ja geil, ich kann so ein bisschen sprinten, wenn ich häufig rufe. Hallo. Ich hab dich gefunden. Ich hab dich eingeholt. Ich frage mich, ob da hinten noch jemand ist. Oder sind das einfach nur Gräber? Ne, das sind einfach nur Gräber. Das sind wirklich... Gerade wir beide zusammen. Das ist aber auch ein anderer Spieler. Guckt euch die Tuchverziehung an. Die ist genau wie meine, oder? Ja, die ist genau wie meine. Spielt zum zweiten Mal. Einfach weiter. Wir müssen dorthin. Führt kein Licht vorbei. So, viel Spaß beim Sterben. Wir werden immer langsamer. Das ist normal. Und der Berg fordert seinen Tribut. Und ich werde immer langsamer beim Sprechen. Ja, gehen wir auf. Wir sehen schon genauso unterkühlt aus wie die Zeugen Jehovas. Der hat mich übrigens mal versucht zu bekehren vor meiner Konfirmation. Das war lustig. Ich habe einfach nur zugehört. Und dann ignoriert.
Eins muss man lassen, also mich sieht man jetzt gar nicht mehr. Oh, 40 Minuten. Scheiße. Folge, die ich schon früher unterbrechen sollen. Naja. Ja, wir machen das nochmal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Nee, machen wir nicht. Lass laufen. Lass die Scheißfolge laufen. Schmeiß sie in die Tonne. Ich krieg keinen Cliffhanger hier. Das kann ich nicht machen. Das Ende ist da. Kann vor den Credits nicht mehr die Folge enden. Und ich werde jetzt für jedes Ende eine Urheberrechtsbeschwerde bekommen auf YouTube, weil die Credits-Musik Content-ID auslöst. Jedes Mal. Oh, weißt du was? Danke fürs Zusehen. Oder auch nicht. Scheiße, das Spiel ist scheiße. Ich will doch aufhören. Also nicht aufhören, aber. Ha. Ich glaube, ich bin unbesiegbar. In dem Modus. So. Autsch. Aber hier könnte man aufhören. Danke fürs Zusehen.